Das SI-System, die Basiseinheiten des SI-Systems. Das SI-System beruht auf den 7 Basisgrößen Zeit, Länge, Masse, Temperatur, Stromstärke, Stoffmenge und Lichtstärke. Zeit und Länge haben wir mit ihren Einheiten und Konstanten im vorherigen Kapitel kennengelernt. Jetzt geht es um die anderen 5. Masse wird in Form von Kilogramm gemessen. Die definierende Konstante ist das Planck'sche Wirkungsquantum H. Wie schwer ein Kilogramm ist, misst eine Wattwaage mittels elektromagnetischer Kraft durch das Austarieren der Gewichtskraft. Die Kalibrierung dieser Waage beruht auf der Forschung von Brian D. Josephson und Klaus von Klitzing. Die Temperatur wird in Kelvin ausgedrückt. Wir benutzen im Alltag Grad Celsius als abgeleitete Einheit von Kelvin. 0 Kelvin entsprechen minus 273,15 Grad Celsius und drücken den absoluten Temperatur-Nullpunkt aus. Die Basisgröße Temperatur wird über die Boltzmann-Konstante KB berechnet, welche wichtig für die Thermodynamik ist. In einem System aus vielen Teilchen wird über sie die kinetische Energie gemessen. Aus diesem Wert wird die Temperatur in Kelvin bestimmt. Das Ampere ist die Einheit, in der Stromstärke ausgedrückt wird. Die Konstante ist die Elementarladung des Elektrons E. Um das Ampere zu bestimmen, wird die festgelegte Elementarladung verwendet und der Fluss von Elektronen pro Sekunde gemessen. Die Basisgrößen Stoffmenge und Lichtstärke begegnen uns nicht im Alltag. Sie werden vor allem von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verwendet. Die Einheit von Stoffmenge ist Mol. Die Konstante zur Berechnung von Mol ist die Avogadro-Konstante Na. Lichtstärke drückt sich in Candela aus. Zur Berechnung von Candela wird das photometrische Strahlungsäquivalent KCD verwendet. Haben wir nun die 7 Basiseinheiten einmal definiert, kann man damit viel anfangen, wie William D. Phillips erklärt. Dies sind die Einheiten, mit denen wir alles andere messen. Und andere Dinge wie Geschwindigkeit oder Meter pro Sekunde oder Joule oder was auch immer es sein mag. Kilogramm Meter, Quadrate pro Seite, ich weiß nicht was alles. Alles, was wir messen, basiert auf diesen Basiseinheiten.